Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Parteifreunde. Zunächst lassen Sie mich Ihnen allen ein schönes zweites Adventswochenende wünschen und ich hoffe, dass unsere Landeswahlversammlungstage im friedlichen weihnachtlichen Geiste verlaufen. Einigkeit und Recht und Freiheit, ja, meine Damen und Herren, das ist unsere Nationalhymne, so beginnt sie. Aber wie sieht es aus mit der Einigkeit in unserem Land? Deutschland ist zerrissen. Aber auch wir in der AfD lassen die nötige Einheit vermissen. Einigkeit besteht im Wesentlichen bei dem Credo, nicht meine Kanzlerin. Wir müssen zurückkehren zu dem gemeinsamen Willen und Wirken, das Ende der Ära Merkel endlich einzuleiten. Hieran möchte ich und will ich gerne auf Landesebene mitarbeiten und mitwirken, denn auch die kraftlose Hannelore soll nicht mehr weiter ihr finsteres Werk vollbringen. Recht, meine Damen und Herren. Als Rechtsanwalt liegt mir die Bewahrung des Rechts sehr am Herzen. Aber unsere Hymne wird in den letzten Jahren an Absurdum geführt. Recht wird nicht angewandt, Recht wird nicht gewährt, Recht wird gebogen und gebrochen, meine Damen und Herren. Angefangen bei der desaströsen Europolitik bis hin zu Rechtsbrüchen beim Asyl- und Ausländerrecht. Hier von Recht zu sprechen, lässt meine Stimme versagen, meine Damen und Herren. Freiheit. Tja, mit der ist es auch nicht weit her. Meinungsfreiheit für AfDler? Mitnichten. Sprech- und Denkverbote. Wohin man sieht. Wir sehen sie draußen. Unsere Freunde von der Antifa zeigen es uns, was sie von uns halten. Für das deutsche Vaterland, so geht es weiter in der Runde. Ja, das möchte ich singen und sagen dürfen, ohne als Nazi und Rassist beschimpft zu werden. Frau Merkel tut das ganz und gar nicht. Sie entreißt einem CDU-Parteikollegen die deutsche Fahne, weigert sich, deutsches Vaterland zu sagen und sagt neuesten, meine Damen und Herren, nennt sie die Deutschen, die, die schon länger hier leben. Wo sind wir? Wie erbärmlich ist das? Das muss sich ändern. Wir, die Alternative für Deutschland, stehen für unser Land und die im Grundgesetz niedergelegten Werte, insbesondere auch den besonderen Schutz der Familie. Da ich seit 22 Jahren glücklich verheiratet und Vater von einem Sohn bin, kann ich das auch mit Fug und Recht vertreten. Ich bin Peter Wolf, Dortmunder Junge, Rechtsanwalt, und seit 1998 selbstständig tätig. Vorher war ich 6 Jahre bei einem Arbeitgeberverband beschäftigt. Seit April 2013, also von Anbeginn an, bin ich Mitglied der AfD, habe alle Wahlkämpfe mitgemacht und auch die Wahlkämpfe in Dortmund immer geleitet. Ich bin Gründungsmitglied des KV Dortmund und des Bezirks Arnsberg und bin auch der Bezirksschatzmeister. Ich habe programmatisch in den Landesfachausschüssen 3, Recht und Demokratie sowie 11 Kommunales mitgearbeitet und auch hier zum Wahlprogramm der NRW-AfD beigetragen. In Dortmund bin ich seit 2014 Ratsmitglied und zugleich Fraktionsgeschäftsführer. Daher sind mir die parlamentarischen Abläufe geläufig. So kann ich meine Erfahrung einbringen. Kürzlich bin ich als Direktkandidat im Wahlkreis Dortmund 1 für die Landtagswahl gewählt worden. Was will ich im Landtag tun? Wo kann ich meine Arbeit einbringen? Ich sehe meine Schwerpunkte im Rechtsausschuss und im Kommunalausschuss. Die Justiz muss gestärkt, personell und insgesamt gestärkt werden, aber sicherlich ist auch die Organisation insgesamt zu überprüfen. Was mir eine weitere wichtige Aufgabe ist, ist es, das Rechts- und das Rechtsgefühl wieder zu vermitteln, was ich übrigens schon jetzt tue. Ich bin Rechtskundelehrer und versuche, den Schülern unsere Grundwerte, unser Grundgesetz und unsere Gesetze näher zu bringen. Aber das muss verstärkt werden. Es gibt den schönen Begriff des Anstandsgefühls aller billig und gerechtdenkenden. Aber was ist das denn heute noch? Das Anstandsgefühl aller billig und gerechtdenkenden. Der Respekt vor den Mitmenschen und dem Recht ist vielen verloren gegangen. Manche haben den Respekt aus ihren Ländern allerdings erst gar nicht mitgebracht, meine Damen und Herren. Unter diesem Gesichtspunkt sehe ich auch die Stärkung des Justizvollzugs. In Justizvollzugsanstalten kommt es vermehrt zu Übergriffen,
durch Gefangene, insbesondere aus Maghreb-Staaten. Hier gilt es, rigoros durchzugreifen. Im Kommunalausschuss würde ich mich einsetzen für die Stärkung der Subsidiarität und der Konnexität, die angemessene finanzielle Ausstattung der Kommunen, natürlich mehr Bürgerbeteiligung und insbesondere in kommunalen Finanzfragen, was wir eben auch in unserem Kommunal-Landesfachausschuss gefordert haben. Das ist auch Bestandteil des Wahlprogramms. Eine Überprüfung der Notwendigkeit der Mittelinstanzen ist auch überfällig. Das Ergebnis ist offen, aber es muss überprüft werden, ob wir nicht einen zu großen Wasserkopf haben, der abgebaut werden muss. Mit allen Mitteln, meine Damen und Herren, werde ich in jedem Fall verhindern, dass Nicht-EU-Ausländer das kommunale Wahlrecht erhalten. Es gibt im Land immer wieder Bestrebungen, aber noch schließt Artikel 28 des Grundgesetzes das aus, und dafür werde ich eintreten, dass das auch so bleibt. Die Einführung des Wahlrechts wäre ein weiterer Schritt der Preisgabe der Souveränität des deutschen Volkes und mithin des deutschen Vaterlandes. Lassen Sie uns gemeinsam dafür kämpfen, dass die deutsche Nationalhymne und unser Vaterland die Bedeutung verlieren. Ich bin Peter Bonhoff, möchte Ihnen jetzt ein wenig Zeit schenken, weil die 7 Minuten noch nicht abgelaufen sind, und warte auf Ihre Fragen. Vielen Dank. Finden Sie es eigentlich korrekt, dass Sie als Ratsherr nicht gleichzeitig als Fraktionsgeschäftsführer beschäftigen? Danke. Ja, ich finde, das ist überhaupt kein Problem. Unsere Gesetze geben das auch her. Und wenn meine Fraktion meint, dass ich der Geeignete bin, das zu machen, dann mache ich das so lange, wie die Fraktion das meint. Wenn die Fraktion letztendlich dann sagt, wir nehmen einen anderen, kein Problem. Dankeschön. Dann der nächste Frage, 30 Sekunden, bitteschön. Ja, Herr Bonhoff, Bernd Höppling, mein Name, stellvertretender Sprecher vom Kreisverband Dortmund. Du hast ja eine sehr teilweise nationalistische Bewerbungsrede gehalten. So kennen wir dich hier in Dortmund gar nicht. Ich bin etwas verwundert. Haben Sie zur Frage, bitte. Ja, warum bekennst du die Mitglieder der Patriotischen Plattform, würde ich mal wissen? Sind das reine Parteifeinde? Danke, hier ist ein Sekunden, bitteschön. Das ist eine interessante Frage. Ich bekämpfe überhaupt niemanden. Alle, die für die AfD eintreten, mit denen arbeite ich zusammen. Okay, danke schön. Nächste Frage, dritte Frage, bitte schön. Hans-Jürgen Berge, Kreis Franzos. Bonhoff, wie stehen Sie dazu, dass Sie eine der führenden Teilnehmer unserer Zweckgruppe, die unsere Teilnahme auch an der Wahl wahrscheinlich gefährdet wird, wo viele Mitglieder gerade durch Sie sehr schlecht wegkommen. Das hat nichts mit Einigkeit in dieser Partei zu tun. Okay, danke schön. Ich habe es akustisch sehr schlecht verstanden. Ich habe verstanden, dass es um die WhatsApp-Gruppe geht und dass ich da ein führender Vertreter gewesen sein soll. Bin Mitglied dieser Gruppe gewesen, keine Frage. Ob ich führend war, mag jeder für sich entscheiden. Leute beleidigen ist sicherlich nicht gut, und dass da nicht alles in Ordnung war. Es gibt genug andere Chats, das ist mittlerweile bekannt, in denen ganz anders über Kollegen hergezogen wurde. Und es war legal, es war legitim. Wir haben nichts beeinflusst, sodass die Wahl in irgendeiner Form gefährdet ist. Allerhöchstens diese Sache mit der Stimmenauszählung. Aber auch da hat ja mittlerweile der Landeswahlleiter das entsprechende zugesagt. Herr Bonhoff, Ihnen hat gerade Herr Berget, selbst Teilnehmer einer Chatgruppe, eine Frage gestellt. Halten Sie das für Heuchelei? Also, Herr Berger, zu halten. Ich würde es so formulieren. Heuchelei ist, wenn man etwas selber tut und dann andere verurteilt. Wir wissen, die größten Kritiker der Elche waren früher selber welche. Danke, es wäre noch Raum für eine Frage.
Wenn das nicht der Fall ist, ziehe ich ab. 3, 2, 1, 0. Damit bedanke ich mich beim Kollegen Bornhoff.